So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Samyang Sunday. Und was ist denn schon wieder los? Warum ist der Mund schon rot? Wieso sehe ich schon wieder so verschwitzt aus? Ich habe jetzt gerade die letzte Folge Samyang Sunday aufgenommen mit der Tom Yum Ramen Soup und habe mich dazu entschlossen, dass ich den Zweitversuch als Nicht-Suppe direkt im Anschluss jetzt auch filme. Das heißt, wenn ich es mal rumdrehe, hier ist gerade noch meine Schüssel, die ich gerade leer gemacht habe. Hier ist mein Topf, wo noch Gemüse drin war. Hier ist das Fünferpack aufgerissen, das einzelne hier, was ich jetzt gerade benutzt habe. Ich habe mir gedacht, eins werde ich Bierschanke einpacken in ihr Paket, eins werde ich Shania geben, eins werde ich Silvio geben. Weil das immer ein Fünferpack ist, ist natürlich genau noch ein zweites für mich drin zum Testen. Wo habe ich die her? Nochmal kleine Erinnerung. Ich habe bei eBay geguckt und irgendwo bei einem amerikanischen eBay-Seller, der hat einen Fünferpack davon verkauft. Ich glaube, es waren so circa 20 Euro und dann kam nochmal 30 Euro Versand hinzu. Habe ich mir also für 50 Euro einen Fünferpack Samyang Bulldog Tom Yum. Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe das Thumbnail vergessen in der letzten Folge. Ich hätte eigentlich die Schüssel mit dem Tütchen reinhalten müssen, habe ich gar nicht gemacht. Egal, muss ich wieder zaubern. So, jetzt habe ich aber gesagt, wir wollen einen Zweitversuch machen. Nehmen uns also ein zweites Päckchen, weil ich ja kein Suppenfreund bin und wollen das so zubereiten, wie ich es immer zubereite. Samyang Bulldog Tom Yum. Nicht als Suppe, normal als Nudeln. Und wenn wir das jetzt hier wieder aufmachen, so, ganz normal und gemütlich auf, haben wir hier also wieder unser Tütchen drin mit den Flakes. Die kommen auf die trockenen Nudeln dann drauf. Wir haben unser Puder, was auf die trockenen Nudeln drauf kommt. Wir haben unsere Samyang-Soße, die auf die trockenen Nudeln drauf kommt. Und hier sind jetzt die trockenen Nudeln, aber das ist diesmal kein rundes Nudelnetz. Das ist nämlich schon kaputt. Das packe ich trotzdem jetzt hier in den Topf. Jetzt muss ich mir nur wieder 500 Milliliter Wasser mit dem Wasserkocher machen, packe hier rein, gieße das ab und alles andere kommt dann hier drauf. Aber das seht ihr dann auch auf dem Teller. Deswegen boah, schnell Wasser kochen und bis gleich. So, wir sind jetzt sehr experimentierfreudig. Ich habe jetzt meinen Topf mit den Nudeln. Ich habe das kurz mal hier ins Nudelnetz, das gießt ab. Jetzt gucke ich immer, dass gar kein Tropfen Wasser übrig bleibt. Diesmal können wir aber ein bisschen großzügiger sein. Erstmal nehme ich die Nudeln. Ihr seht, hier tropft auch noch was raus. Ja? Ich packe die Nudeln mir jetzt hier in die Schüssel, weil ich möchte das in der Schüssel hier zubereiten. Und hier ist auch noch eine Pfütze. Eine ganz kleine Pfütze. Die packe ich jetzt auch noch hier drauf. Warum? Weil da ja Pulver dabei ist. In der Hoffnung, dass also das Pulver sich hier auflöse. Ich werde auch das Pulver jetzt als allererstes nehmen und hier drauf schmeißen, damit das irgendwie an den Nudeln rummacht. Oder macht es das ausgerechnet wegen dem Pulver nicht? Ich weiß nicht. Vielleicht hätte man Öl nehmen sollen. Das Pulver soll sich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen auflösen. Und ich möchte einfach nur ein Nudelgericht haben. So, deswegen schippern wir das hier rum. Silvio hat in der Zwischenzeit gemeint, es wäre wohl nichts für ihn wegen Ingwer, weil der Ingwer dran ist und er mag kein Ingwer und dann hau das weg und dann ist das schade. Das heißt, ich habe doch ein Päckchen dann noch mehr für mich. So, jetzt ist das da rumgewühlt. Die Flakes, genau. Die Flakes müssen ja auch noch dran. Die hätten wir auch gleich mit rumwühlen können. Jetzt habt ihr hier da so ein bisschen Grünzeug mit drauf. Machen wir auch erstmal das Grünzeug rum, was ja eigentlich im Wasser mit gekocht werden soll, damit das halt nicht so hart und trocken ist, sondern damit das halt durch das Wasser wird das so groß, anstatt dass das jetzt hier so untergeht. Und komm, jetzt nehme ich gleich schon die Soße, hauen uns jetzt schon die Soße drauf, mischen das rum mit der Soße. Und ich muss euch sagen, es gefällt mir so auf Anhieb gleich besser. Es fühlt sich besser an, wenn man das so macht. Da würde, wenn ich nur das so hochlade, würde wieder jeder sagen, ah, das ist total falsch, das ist eine Suppe, da muss das Wasser rein, das Pulver muss im Wasser aufgelöst, die Flakes müssen ins Wasser, du musst es trinken, aber ich glaube, ich weiß jetzt schon, dass ich so halt einfach besser essen kann und das für mich irgendwie geschmacklich trotzdem nochmal intensiver ist.
oder es ist einfach komplett überladen, weil es jetzt einfach nur noch nach Salz schmeckt, ja, irgendeine Gemüsebrühe hast und löst sie nicht im Wasser auf, sondern isst den Brühwürfel einfach so, dann ist es auch total abartig. So kann man das auch mit Samyang machen. So jetzt guckt euch doch nochmal das Ergebnis an. So sieht das jetzt hier aus. Wenn ich es mal rumdrehe und so gucke, sehe ich auf jeden Fall hier überall auch diese Gemüsereste, diese Gemüsebrocken. Jetzt haben wir einmal Tom Yum in der Schüssel. Diesmal vergessen wir nicht das Thumbnail, oder? Muss ich jetzt halten. Hier die Packung hin, hier die Nudeln hin. Tom Yum, meine Freunde. Jetzt müssen wir es nur noch essen und gucken, ob das schmeckt. Aber wer sich unsicher ist, macht euch halt eine Suppe und zusätzlich dann nur Nudeln und dann isst das beides nacheinander. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Jetzt kann ich das auch nehmen und kann es mir an der Gabel ein bisschen zusammenrollen und schon suppt nicht mehr alles komplett runter, sondern es bleibt auf der Gabel zum Essen. Also, es hat beides was. Das ist halt jetzt richtig, dieser saure Geschmack ist nochmal mega präsent auf einmal. Boah, da würden die meisten bestimmt sagen, das ist eklig, das kannst du gar nicht essen. Aber ich finde, es ist einfach anders. Es ist anders und du schmeckst, es ist keine normale Samyang-Sorte. Ich finde es auf jeden Fall mega interessant gerade. Ja, es hat immer wieder ein bisschen was von Habanero Lime, aber das kommt wahrscheinlich durch das Ingwer, weil das Ingwer das ist, was hier Schärfe mit reinbringt und was gleichzeitig auch für die Säure noch dienen soll. Also hier ist die Gefahr, dass du dann husten musst, wenn du was reinziehst, nicht so groß. Weil diese heißen Dämpfe von der Brühe nicht so da sind. Und weil ich sagen, das ist halt falsch. Man kann es trotzdem auch so essen, aber ja, ich gebe zu, als Suppe entfaltet das trotzdem mehr das ganze Aroma, was es mit sich bringt. Also wenn ihr nur eine Packung habt, nur einmal die Möglichkeit habt, das zu essen, dann macht es wirklich als einen Ramensoup. Wenn ihr natürlich im Angebot gleich einen ganzen Vorrat kauft, dann könnt ihr es auch mal so probieren. Ich esse das jetzt hier noch fertig. Ich finde auch das Gemüse da drin kommt gut. Das ist zwar jetzt überall verteilt am Rand, aber ist egal, du hast immer wieder Stückchen gehabt, wo du dann einen Brocken hattest, irgendwas Grünes, irgendwas Rotes, drauf rumgebissen hast. Das ist nochmal sehr speziell, das ist sehr toll, das ist sehr gehoben. Das war Tom Yum, Samyang Buldak, Artificial Spicy Chicken Flavor Ramen Style, Thai Style Spicy Sour Soup. Also meine Empfehlung hat geschmeckt, als Suppe wie auch so. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal rein, wenn ihr es nicht kennt, lernt es mal kennen. Und ich bin gespannt, wenn die Shinaya das testet, was sie dazu sagt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.